Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch bei Discord, wie ihr einen Backup-Server erstellen könnt, heißt an sich ein Backup. Dafür braucht ihr als erstes den Xenon-Bot, nennt man den so. Ich kann ihn nicht ganz richtig aussprechen, also bitte nicht verwundern. Den gibt er einfach Xenon-Bot ein und der muss hier stehen HTTPSGG. Ich schau mal schnell nach. Hier, das hier, das muss da stehen, TopGG. Dann geht er hier auf Botliste. Dann Invite und ich nehme jetzt mal irgendeinen anderen. Wähle deinen Server. Jetzt nehme ich mal meinen Backup-Server, den ich eben gerade erstellt hatte. Frag mich nicht, warum ich ihn so genannt habe. Der müsste hier alles bestätigen drücken. Also, und dann haben wir es hier auch schon geschafft. Und dann habt ihr schon den auf eurem Discord-Server. Ich öffne mal ganz kurz Discord hier. Dann gehe ich hier drauf. Dann habt ihr den halt hier. Dann könnt ihr den noch einen Rang geben und bla bla. Ich gebe den jetzt einfach mal hier Rang. Bot. Und dann gebt ihr hier einfach ein, wenn ihr das Backup erstellen wollt. Slash. Also X. Ausrufezeichen. Zeichen, warum ist das jetzt passiert? Ausrufezeichen, Backup und Create. Dann geben wir jetzt irgendeine Zahl ein, 0. Dann kommt erstmal diese Liste hier. Dann können wir das hier erstmal wieder kopieren. SC und C probiert man. SC und V fügt man wieder ein. Dann steht das hier. Und dann könnt ihr das in ein Textdokument am besten speichern und das hier. Und dann müsst ihr jetzt einfach nur das wir loaden. Dabei werden leider keine Mitglieder oder Bots mitgespeichert. Werden nur Ränge und sowas mitgespeichert. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr diese Variante mit dem Bot nicht wollt, der geht einfach bei hier oben auf Server Einstellungen, dann auf Server Vorlage, gebt jetzt einfach mal das ein und das ein oder Vorlage erstellen, dann Vorlage anschauen und dann drücken wir erstmal erstellen. Und dann habe ich ihn hier vorne schon. Und wie gesagt, es werden halt hier keine Mitglieder Dingens mitgebracht. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr wundert euch bestimmt, warum hast du jetzt deinen Namen geändert und so. Das liegt einfach daran, dass ich meinen Kanal etwas optimieren will. Weil ihr müsst so verstehen, also, ich mache hier jetzt ein Video. Das ist jetzt das Video. Ich lade das hoch. Lade das hoch. Kommt ein Zuschauer, schaut sich das an. Lässt keinen Kommentar da. Schade. Liked auch nicht. Abonniert auch nicht. So. Das ist jetzt bei den kleinen Kanälen. Bei den großen Kanälen. Gut. Zuschauer kommt, sieht, Standardskill, abonniert, fertig, raus. Der schaut sich niemals das ganze Video an. Und das finde ich persönlich sehr schade und deswegen möchte ich ein bisschen das auf die Suche optimieren. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, deswegen wird jetzt ab und zu mehr Content auf Discord kommen. Das macht mir auch wesentlich mehr Spaß. Natürlich wird nebenbei jetzt auch ein bisschen Cosmota noch kommen, aber nicht mehr unglaublich viel. Ich werde das Let's Play noch zu Ende machen und dann werde ich komplett wieder umsteigen auf Discord und nicht wundern, du hattest doch gesagt, dass du am 9. Mai in der Kuh bist, das bin ich auch, das wird wahrscheinlich auch das letzte Video erstmal sein für ein paar
Wochen, für die 3 oder 4 Wochen. Und ich hoffe, dass es euch in der kurzen Zeit gut geht. Und ihr könnt auch gerne auf meinem Kanal vorbeischauen, auf der Clone Walker 100. Warum ich den so genannt habe, weil den habe ich erstellt für einen deutschen YouTuber. Ja, den habe ich erstellt. Fühl mich auch geehrt, irgendwie. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag heute und ciao, ciao.